Mein Name ist Mareike, ich bin 41. Von Beruf war ich Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe mich aufgrund des Drucks meines Arbeitgebers und im Umfeld im Dezember 21 impfen lassen. Die erste Impfung war im November 21 und die zweite Dezember 21. Nach meiner zweiten Impfung habe ich Herzschmerzen, Brustenge, Atemnot und ein so schweres Krankheitsgefühl gehabt, was ich noch nie in meinem Leben zuvor so gefühlt habe. Es hat mich erschreckt und ich habe mich an viele Ärzte gewandt. Keiner hat es ernst genommen. Keiner hat es auf die Impfung geschoben. Es hat mir ganz furchtbare Angst gemacht und es fällt mir auch schwer, darüber zu reden. Bis heute kämpfe ich mit den Nebenwirkungen. Ich habe Gedächtnisstörungen, ich habe nach wie vor Herzschmerzen, Brustenge, Luftnot, Hautausschläge, Magen-Darm-Probleme und bin in kardiologischer Behandlung nach langem Kampf, dass mich jemand ernst genommen hat. Es wurde eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert mit Herzrhythmusstörungen, mit einem Herzbeutelerguss. Und ich kämpfe seit fast 2 Jahren, irgendwie wieder am sozialen Leben teilzunehmen, mich gut zu fühlen in meinem Körper. Es ist im Moment noch kein Erfolg in Sicht. Ich nehme starke Medikamente. Ich werde inzwischen von ärztlicherseits ernst genommen, aber es hat sich im privaten Umfeld viel verändert. Freunde, die inzwischen keine Freunde mehr sind. Beruflich habe ich mich verändert. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, als Gesundheits- und Krankenpflegerin zu arbeiten. Ich war gerne Krankenschwester und habe das als meine Berufung gesehen und habe dem Druck nachgegeben, mich impfen zu lassen, obwohl ich sehr gezweifelt habe an der Methode und an dem Impfstoff, aber ich hatte keine Kraft mehr, mich dagegen zu wehren. Ich habe mitten in der Corona-Pandemie in einem Klinikum angefangen, war in der Verwaltung und habe mich um die Befunde der Patienten gekümmert. Das ist eine rein urologische Klinik gewesen. Alle waren sehr ängstlich, sehr panisch, fast schon verrückt, während mich das nicht so beeindruckt hat. Klar wusste ich, es ist nichts irgendwie, es konnte gefährlich werden, klar. Für Vorerkrankte, für alte Menschen, aber ich habe für mich nie die Gefahr gesehen, dass ich schwer erkranke. Es hat mich irritiert, dass die Menschen so sehr in Panik geraten und so kopflos durch die Gegend liefen, dass auf einmal Sachen, wo man sich im medizinischen Bereich eigentlich nach der Sinnhaftigkeit gefragt hat, dass sie adaptiert wurden und für sich aufgenommen wurden, wenn ein Bundesgesundheitsminister irgendwas erzählt, dass man Infektionen mit Abstand von 5 Metern irgendwie verhindern kann, dass man FFP2-Masken aufsetzen muss. Und das wurde nicht gesehen. Das wurde bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht gesehen. Wir haben viele Impfdurchbrüche erlebt in der Klinik. Viele Kollegen, die 1, 2 oder auch 2021 schon 3-mal geimpft waren, die trotzdem relativ schwer an Corona erkrankt wurden und die auch andere angesteckt haben. Und das hat für mich ganz vieles in Frage gestellt. Und trotzdem war der Druck da, die drohende Kündigung oder Freistellung, keine Gehaltsfortzahlung, keine Gelder vom Amt zu bekommen, noch mehr ausgegrenzt zu werden. Es hat mich betroffen gemacht und hat mich auch irgendwann mürbe gemacht, sodass ich eingeknickt bin und gegen meine Überzeugung mich habe impfen lassen. Ich spüre nach wie vor diesen Druck und bin mit mir im Unklaren und fühle mich im Stich gelassen von Ärzten, von der Politik. Keiner, der uns ernst nimmt, der uns wahrnimmt, uns hilft. Es gibt keine Therapie, es sind alles Versuche. Und es hat bis jetzt
noch kein Mittel, kein Weg zum Erfolg geführt. Seit Dezember 21 fühle ich mich krank. Ich kann keinen Sport machen. Ich habe keine lange Ausdauer. Ich kann vielleicht 500 Meter spazieren gehen. Ich kann nicht an Feiern teilnehmen. Ich bin eingeschränkt in jeglichem Lebensbereich. Es gibt Tage, da geht es mir etwas besser. Da kann ich ein bisschen an der frischen Luft sein, vielleicht einen etwas längeren Spaziergang machen. Aber dann bin ich am nächsten Tag wieder müde und erschöpft, muss mich ausruhen. Wir sind gerne ein- bis zweimal im Jahr in Bayern gewesen zum Wandern. Und auch das ist seit fast 2 Jahren nicht mehr möglich. Ich schaffe es nicht. Wir können nicht wirklich in Urlaub fahren. Kurze Ausflüge. All das, mein Leben steht auf Pause. Und keiner kann mir sagen, wann ich wieder belastbar bin, wann ich wieder Sport machen kann, wann ich wieder unbeschwert durchs Leben gehen kann. All meinen Hobbys und meinen Wünschen nachgehen kann. Keiner hat darauf eine Antwort. Ich kann inzwischen wieder eingeschränkt arbeiten im Homeoffice. Ich habe mich vom Gesundheitswesen abgewandt. Aber Entscheidungen zum Beispiel vom Versorgungsamt, von der Berufsgenossenschaft stehen noch aus. Ich habe große finanzielle Einbußen durch Medikamenten, Arztkosten, private Therapieversuche bei Osteopathen mit privaten Therapien, Akupunktur. Keiner erstattet es, keiner erkennt es an. Ich fühle mich im Stich gelassen von der Politik, im Stich gelassen vom Gesundheitswesen. Ich bin froh, dass ich von meiner Familie unterstützt werde, dass ich da den Rückhalt bekomme von meinem Mann, von den Freunden, die noch geblieben sind. Alle anderen sind nur noch entfernte Bekannte, wenn wir überhaupt noch Kontakt haben. Es tut weh, diese Entwicklung zu sehen, und oft habe ich mir auch selbst Vorwürfe gemacht, warum ich diesem Druck nachgegeben habe, warum ich mich habe impfen lassen. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich dann sage, ja, ich kann es nicht ändern, es ist geschehen, ich muss jetzt durch diese Zeit durchgehen. Aber es bringt mich an den Rand des Aushaltbaren, weil es mir körperlich und auch mental schlecht geht. Ich war bei Psychologen. Ja, das ist nichts. Nichts, was wir besprechen müssen. Sie wirken stark und sie wirken selbstsicher. Sie schaffen das schon. Aber von den Angstattacken, von den Panikattacken, die dann und wann sind, die sehen sie nicht, wenn ich Angst habe, wenn ich rasende Kopfschmerzen habe, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich gerade mal vom Bett zum Sofa gehen kann. Das sieht alles keiner. Oft kriege ich gesagt, Mensch, du siehst doch gar nicht krank aus. Das können wir gar nicht glauben, dass du sowas hast. Vielleicht hättest du sowas auch nach Corona gekriegt. Oder du wärst intubiert und beatmet auf der Intensivstation gelandet oder wärst gestorben an Corona. Das sind so Aussagen, die mir wehtun und die mich fassungslos zurücklassen, wie wenig empathisch man jemanden, der versucht, seinen Weg zu gehen und wieder zurück in die Normalität zu finden, sowas entgegenzuschmettern. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich weiß nicht, wie es gesundheitlich, ob es jemals wieder so sein wird wie vor der Impfung, ob ich wieder Sport machen kann, ob ich wieder richtig wandern gehen kann. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr die Mareike sein werde, die ich mal war. Also die werde ich sowieso nicht wieder in diesem Ausmaße sein können, weil es ganz viel mit mir, mit meiner Psyche, mit meinem Gefühlsleben gemacht hat. Es ist dieses, ich fühle mich verraten und verkauft und im Stich gelassen. Und ich habe für mich die Hoffnung, dass die körperlichen Symptome, dass sie irgendwann weniger werden, dass es aufhört oder dass ich auch mal sagen kann, okay, das Herz ist jetzt wieder
gesund oder gesünder, als es jetzt ist. Aber der Weg dahin und wie lange es dauern wird, ich bin so langsam auch ziemlich ungeduldig, weil ich möchte leben und ich möchte was erleben, ich möchte reisen, ich möchte Sport machen, ich möchte mich leicht fühlen und diese Leichtigkeit, die ist überhaupt nicht mehr da. Und es enttäuscht mich so sehr, es wird so ein Druck aufgebaut und es wurde ein Druck aufgebaut, dass man sich impfen lassen soll, um sich und die anderen zu schützen. Ja, und wie es dann hieß, ja, wenn es zu Impfschäden kommt, dann wird das jeweilige Bundesland dann haften oder beziehungsweise die Bundesrepublik und jetzt ziehen sie sich und stehlen sich alle aus der Verantwortung und wir sitzen da. Es macht mich traurig, es lässt mich an allem zweifeln, was ich bis dahin glaubte, irgendwie was Gerechtigkeit ist oder was Fürsorge bedeutet. Ich weiß es nicht, wohin mein Weg führt. Ich kann es nicht sagen. Ich wünsche mir aber so sehr wieder, mich fit zu fühlen, wieder gesund zu sein und keine Medikamente nehmen zu müssen. Selbst wünsche ich mir wieder, mehr arbeiten zu können, um mir auch finanziell was leisten zu können. All das ist seit fast 2 Jahren eingeschränkt bzw. runtergefahren. Meine wirtschaftliche Lage, gut. Ich habe einen Mann, der verdient mit. Aber ansonsten, wenn ich alleine wäre, könnte ich es mir nicht finanziell leisten, krank zu sein. Ich arbeite 20 Stunden momentan. Ich habe das Metier gewechselt. Ich bin jetzt im Personalbereich, kümmere mich um Bewerbungen, bin im Bewerbermanagement und kann Gott sei Dank diese 20 Stunden, also bis auf einen Tag in der Woche, kann ich im Homeoffice arbeiten. Ja, ansonsten würde ich es auch nicht schaffen. Also alles, was mich körperlich irgendwie fordert oder belastet, wo ich jeden Tag Anwesenheitspflicht hätte, könnte ich gar nicht. Weder so von der Gedächtnisleistung her, noch vom Körperlichen, dass ich hinfahre, zurückfahre, dort bin, meine Zeit. Also ich habe eine Perikarditis mit einem Perikarderguss, also Herzbeutelentzündung mit Erguss im Herzbeutel. Ich nehme momentan Herzmedikamente, weil man versucht, so die Entzündung am Herzen und auch den Erguss zu heilen. Dafür nehme ich Blutdrucksenker, Cholesterinsenker und ein Zellgift, also Colchicin nennt man das. Und ich habe Haarausfall, ich habe Hautausschläge. Ich habe stärkste Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe Magen-Darm-Probleme. Ich habe sehr niedrigen Blutdruck, Übelkeit, Schwindel. Und da frage ich mich natürlich im Moment auch, überwiegt da wirklich der Nutzen? Das ist eine harte Zeit und schränkt mich mit den anderen Nebenwirkungen, die ich von der Impfung eh habe, noch mehr ein. Und ja, Lebensqualität ist deutlich reduziert. Und ob das jetzt, sag ich mal, wieder so ein Schub ist von der Impfung oder von den Medikamenten, das ist fraglich. Alle 3 Wochen muss ich zur Laborkontrolle, weil halt auch die Nieren und die Leber von diesen Medikamenten angegriffen werden können. Ja, also man hat jetzt irgendwie knapp 1,5 Jahre versucht, irgendwie diese Entzündung und diesen Erguss zu beseitigen und es ist jetzt ein Stück weit experimentell zu sehen, ob es da irgendwelche Besserungen von gibt, weil es irgendwie in Anführungsstrichen Probanden gibt, wo es funktioniert hat, aber so richtig eine Garantie kann mir keiner geben, ob es davon besser wird oder wieder weggeht.